So, willkommen zurück. Ich glaube, wir haben jetzt das letzte Seuchenherz vor uns, ne? Oh ne, es sind sogar zwei noch. Dann fahren wir erst zum Kopfgeldjäger, können die eine Sache noch einlösen, wenn wir schon mal in der Ecke sind. Und fahren dann zum ersten Seuchenherz. Wäre eigentlich mal interessant, gibt es eigentlich, ich glaube, es gibt zwar keine Übersicht, aber wäre halt cool mit so einer Art allgemeinen Statistik, wie viel normale Zombies man getötet hat, solchen Zombies, wie viele Kilometer man befahren hat, wie viel Munition man verballert hat, etc. Das wäre cool. Might we chat for a bit? So. Ja, und was muss ich dafür machen? Achso, ist ja schon erledigt. Nicht doof. Oh Mann. 7 Kreischer mit Sprengstoff. Klingt auch ein bisschen lustig. So, welchen nehmen wir denn jetzt? Erstmal das an der Ecke. Das Interessante ist ja, dadurch, dass das andere gleich so um die Ecke ist, bleibt das hier alles noch Seuchenherzgebiet. Ich bin falsch. Nochmal eine Rohrbombe, nice. Das nehme ich auch gern mit. Der Rest ist halt eine Apotheke, ne? Ich meine. Ja, brauche ich eigentlich nicht weiter durchsuchen. So, was soll's? Fahren wir zum nächsten. Die People hier sind auch schon wieder weg, ne? Du Schreck. Oh nee, da kommt ein Stinker. Thank you.
Ah, das wird ein bisschen eklig. Wer hat denn da jetzt ein Geräusch gemacht? Was war das denn? Okay. Nein! Oh, oh. Ich dachte, ich hätte das ausgewählt. Eieiei, das war natürlich mega clever, ey. Siehst du, jetzt hätte ich auch eine Rohrbombe auf den Kreischer werfen können eben. Ha, ich bin ein Depp. Brauche ich zwar eigentlich nicht mehr, aber was soll's. Oh, ich glaube, das ist jetzt Hauptstory-Mission. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich das hier in zwei Folgen Frühstücke mit den restlichen Seuchenherzen. Trinken wir mal einen Kaffee. Du bist nicht ermüdet. Ach so, verdammt. Dann lassen wir ihn halt kalt werden, ja? Ist ja auch nicht mein Problem. Was ist das denn überhaupt? Aha. Na dann. Oh, jetzt steckt mein Auto. Okay. Ich komme hier nicht durch. Oh, durch die Sonne erkennt man das kaum. Ah. Sieht schon irgendwie cool aus. Und trotzdem laufen noch solche Zombies rum, ne? Das ist auf jeden Fall neu.
Na toll. It's not like I can't take care of this on my own, but some help would be acceptable. Ist ja ein Beisch hier. Hey, over here. I almost can't believe our town is actually free from the blood plague. What do we do next? We want a battle, not the war. To survive, we need to build something real in this town. Scheiße, wieso? Oh, leck mich. Komm. Scheiße. Woher habe ich jetzt auf einmal eigentlich die Blutseuche? Hey. Tag. Ein Koloss hat gerade einen Van beim Obststand zerstört. Der Fahrer ist davon gelaufen und hat die gesamte Ausrüstung zurückgelassen. Ich will mir das ansehen, aber ich werde Unterstützung brauchen. Okay, great. Mal wieder. After you. Und lass mich raten, da wird wieder eine Armbrust drin sein. No luck here. Mensch, ich will das looten hier. Okay. Ja, Munition nehme ich gerne. Wo ist denn hier der letzte Kontakt da vorne? Me? Oh, you shouldn't have. Ah, lass mich raten, das war auch schon der Koloss, den wir da platt gemacht haben. Interessant, ich hätte gedacht, den setzen wir tatsächlich erst hin, sobald man die Mission annimmt. Ja, es war klar. Jackpot, ja. Jo, hier nimm. I'm lucky you were around to help. Nice. Oh, sowas habe ich oft. Gut, dann machen wir an dieser Stelle erstmal wieder ein Päuschen. Bitte bedanke mich. Bis denne.